Oh, was gut so, Mann. Das war gut, mein Junge. Ah, Achtung, jetzt haben wir sie. So, Gegenangriff jetzt hier. Lassen nicht alles mit uns machen. Wir Seeds vom Gal. Ballamgarden. Verdammt. So, jetzt wird ja schön übergesetzt. Yeah, wir sind aus feindlichem Gebiet. Endlich morden und meucheln und zusammentreten und so. Mhm, seid ihr bereit? Jetzt gibt's eine Party! Für mich, für uns alle, für meine Freunde und für was weiß ich wen. Okay, kommt nur! So, jetzt unser verficktes Vierer-Team gegen den Rest des ganzen Galbadia-Gardens. No problemo. So, jetzt steigen wir eine Etage drunter aus und werden um Hilfe gerufen. Jetzt stimmt wieder alles überein. Mark, er ist verschwunden. Bitte suche ihn. Hilft nix. So, Mark ist da hinten. Und jetzt geht's gleich in die Jetpack-Action. So, mal gucken, ob ich das alles noch hinkriege. Alles okay. Ja! Vorne wartet ein Mädchen, das sich um die Unterstufler kümmert. Ja! Und man sieht schon, es wird ein HP-Balken aufgeladen, der schon mal ziemlich stark beschädigt wird. Das ist das Problem. So, jetzt kann ich schnell was machen. Und jetzt sich umsehen. So, den Schalter am Notausgang betätigen. Sehr gut. Ansonsten hätte ich noch mehr AP verloren. Das ist so schon eine ganze Menge, die mir am Anfang abgezogen wird. So, und jetzt geht's los. Richtig schön in die Fresse hauen. Ah, das wird schon mal ziemlich problematisch werden. Also, wie ihr seht, ich kann schlagen, treten und abwehren. Der Tritt ist der schnellste, glaube ich, der Schlag dauert am längsten. Dafür zieht er schön rein. Zack. Und mal schnell hier ein und dann immer mal Abwehr machen. Kann man auch mal als erster wieder zutreten. Und manchmal sieht man nichts, das ist immer sehr schön. So, hier noch einen. Bin so gut wie tot. Okay, noch einen schnellen Tritt hinterher. Blocken. Und jetzt einen harten Punch. Sehr gut. Und noch einen Tritt. Ah, ja! Sehr gut. Das dazu. Und jetzt einfach warten. Und schaut euch den schönen Schatten an. Sogar der Schatten ist echt gut gemacht. Von diesem Fluggefährt. So, haben wir es geschafft beim ersten Mal. Das freut einen. Da steigt der Seed-Level. Das sage ich euch aber. Reno auch noch schnell gerettet hier. Mensch, wie awesome wir doch eigentlich sind. Und das hier meine ich, die riesige Schlachtszene. Da sieht man mal, wie unsere Leute sich mit den anderen aufnehmen. Los, lauf. Drüben müsste ein Eingang sein. Da werden ein paar Zauber gefeuert. Das finde ich eigentlich das Coolste. Weil das sieht man ja sonst nie so. Wow. Also das ist wirklich eine der geilsten Szenen im ganzen Final Fantasy VIII. Diese große Schlacht. So. Squall. Danke, dass du mich gerettet hast. Ah, schon okay. Ich war gerade eh in der Nähe. Und na, der Vertrag mit den Waldeulen besteht nach wie vor. Die anderen wollten es auch so. Außerdem habe ich dich zufällig entdeckt. Ach, reiner Zufall. Deshalb brauchst du mir eigentlich gar nicht zu danken. Ich konnte da nicht einfach herunterfallen. Ich habe etwas, das dir gehört, Squall. Ich konnte nicht einfach verschwinden, weil ich es dir zurückgeben muss.
Dein Ringsquall. Ich hatte ihn mir geborgt. Also, Xell. Das ist mein Lieblingsring. Ich will ihn irgendwann zurückhaben. Ein echt cooles Teil. Was ist das für ein Monster? Das ist kein Monster. Ein Fantasiegeschöpf. Der Löwe. Er ist stark. Ein edles und sehr mächtiges Tier. Edel und mächtig. Genau wie du, Squall. Wenn das so wäre. Dieser Löwe hat doch einen Namen. Klar. Er ist Grievous. Und dabei bleibt's auch. Das ist also sein Name. Ach ja, Xell wollte mir davon eine Nachahmung machen. Ich werde mich dann anstrengen, damit ich auch wie ein Löwe werde. Aber wenn wir beide den gleichen Ring tragen, werden die anderen denken... Das hättest du wohl gern. Was? Alle wollen, dass wir zusammen sind. Das merkt doch sogar ein Blinder mit einem Krückstock. Du willst wohl, dass dir alle denken, wir wären. Ah, wo denkst du hin? Nein, nein. Die anderen warten bestimmt schon. Ach, komm mit. Komm jetzt, Renoir. Ja, Sir. Komm jetzt, Squall. So, hier ist ein Dwarf-Punkt. Den sieht man nicht, nur wenn ich Windschuhruder an hätte. Ich weiß auch gerade gar nicht, wo. Irgendwo hier. Da, Aura, sehr schön. Und 8-mal Aura. Mensch, da haben wir jetzt, glaube ich, schon 14 Stück oder so. Ja, den hätte man gesehen, wenn ich Aura angehabt hätte. Aber wenn man weiß, wo die sind, kann man immer darauf zugehen. Das finde ich ziemlich gut. Also man muss jetzt nicht unbedingt Windschuhe anmachen, um die überhaupt ziehen zu können, sondern bloß, um sie sehen zu können. So, sind auch gleich die anderen. Renoir! Schön, dich zu sehen. Bist du okay? So, well, die Hexe muss hier irgendwo sein. Niemand zieht doch jetzt den Schwanz ein. Unser Feind wartet auf uns. Vergesst einfach den Namen. Das Verhältnis zu ihm, die Umstände. Vergesst einfach alles. Ich zumindest bin nicht so stark geworden, dass ich an sowas denke, während ich kämpfe. Sie ist zum Feind geworden, weil sie den Kampf wollte. Wir haben uns ebenfalls dazu entschlossen, zu kämpfen. Wir hatten keine andere Wahl. Zumindest glaube, nein, hoffe ich, dass wir uns richtig entschieden haben. Was ist mit mir? Bin ich etwa derjenige, der unentschlossen ist? Wir sind so weit gekommen. Meine Sorgen wollt ihr nicht hören, oder? Und ob? Wir wollen wissen, was du gerade denkst, Squall. Wenn ihr es hören wollt, müsst ihr überleben. Auf geht's. So. Tja, wird zwar wieder ein bisschen einseitig, aber ich verlasse mich echt am liebsten auf meine kampfstärkste Truppe. Das sind auch die, die mit ihrem Limit Breaks am meisten austeilen. So. Zack. Ja, werden das wieder einige sagen, wie typisch, das Männerteam zieht wieder los. Aber ich muss echt sagen, naja, so ist es nun mal. Sind nun mal momentan meine Stärksten. Marcel kann echt viele Schläge raushauen in seinem Duell. Und ziemlich starke Schläge. Squall sowieso hat immer mit seiner normalen Attacke am meisten Angriffspower. Und kann Shiva schnell beschwören. Und Irvine mit seinen Schüssen. Rucki zucki geht das.